Hallo, hier ist Francis Herdes. Herzlich willkommen. Jetzt komme ich gerade frisch aus dem Fluss zum Baden und das ist genau das, was ich heute gebraucht habe. Denn an manchen Tagen, da sammelt man sich einfach so viel auf an Energien, da transformiert sich so viel. Und vielleicht kennst du das. Ich habe mich gerade verschluckt vorher, deshalb kurz räuspern hier. Vielleicht kennst du das, wenn du mit verschiedenen Menschen zu tun hast und mit einigen, da fühlst du dich hinterher besser nach dem Treffen, da bist du so richtig von deiner Energie her, fühlst du dich besser und das ist wie so erhebend, auch von den Gefühlen her. Und es gibt Menschen, die haben sich selber im Laufe des Lebens ziemlich viel aufgeladen, sei es emotional oder auch energetisch, da gibt es ja eine ganze Reihe von Sachen, die es da so gibt. Und dann spürst du das natürlich auch und fühlst dich dann vielleicht nicht so gut nach dem Treffen. Und weil das so ein wichtiges Thema ist und mein Hals ist gleich frei, ich mache mir hier ganz viel grünen Tee mit Zitrone und das habe ich gerade in den falschen Hals gekriegt. Und die Zitronensäure arbeitet natürlich und reinigt erstmal im Hals. Und ja, weil das mit dem Energiefeld so ein wichtiges Thema ist, weil wir uns immer mal wieder, wir sind ja sehr empathische Wesen, wir spüren die Energien, wir spüren ganz oft auch Gefühle oder bekommen so Gedanken rüber von anderen. Und es ist aber auch wichtig, dass wir in unserer eigenen Energie sein können und dass wir vor allen Dingen auch mit in Betracht ziehen, wenn wir mal Tage haben, wo wir uns so richtig energielos fühlen oder das steigt in den Kopf oder du spürst es auf dem Herzen. Und du weißt, das ist nichts Physisches, dann ist es immer ganz gut, auch mal zu schauen, okay, was für Treffen hatte ich vielleicht in den letzten Stunden oder auch am letzten Tag, denn das wirkt ja oft auch noch so nach, dass die Energie dann so nachwirkt, dass du dir irgendwas, dass da was rübergekommen ist, du hast dir irgendwas aufgeladen und dann geht es einfach darum, das Energiefeld wieder zu reinigen. Und eins der besten Sachen, die ich zum Beispiel gerade gemacht habe, was ich total liebe, entweder in die Badewanne gehen mit Salz, zum Beispiel Magnesiumsalz oder Himalaya-Salz, denn Salz hat so auch energetisch total reinigende Wirkung und gleichzeitig kommst du wieder in diese Entspannung, weil diese Mineralien auch vom Körper aufgenommen werden. Also gerade bei so einem Magnesiumbad, das wird ja hauptsächlich über die Haut aufgenommen und da entspannen die Muskeln so richtig. Dass man, auch wenn man sich verschiedenste Sachen aufgeladen hat, nicht mehr so in dieser Verteidigungsstellung oder in diesem Angespanntsein, sondern auch physisch entspannen sich dann die Muskeln. Und das Salz ist super gut, um so Energien zu reinigen. Also sei es, wenn jetzt bei dir was rauskommt oder du bist in einer Umgebung, die vielleicht anstrengend ist oder gibt es vielleicht Vorträge, hast Menschen dort, die bringen alles Mögliche an Gepäck mit. Und da ist so ein Salzbad richtig schön. Und natürlich auch, was sehr, sehr reinigend ist, jetzt nicht nur für den physischen Körper, sondern auch energetisch und emotional eigentlich auf allen Ebenen, ist, wenn du ins Meer springst oder in den kühlen See oder ich habe hier in der Nähe gerade die Königsjache, der in der Nähe vom Untersberg. Und das ist ein richtig schöner, kühler Gebirgsfluss und da fühlst du dich hinterher dann so richtig, richtig lebendig. Also Wasser, sowas Fließendes, sowas Reinigendes, ja, das hat immer so einen reinigenden Effekt. Das ist genau wie wenn du zum Beispiel, wenn ich Füße massiere oder wenn ich eine Raindrop gebe zum Beispiel, ich wasche mir die Hände hinterher immer unter fließendem Wasser ab, weil dann einfach die Energie auch mit rausfließt. Kannst du damit was anfangen oder hört sich das total abgespaced für dich an? Schreib mir gerne hier in die Kommentare. Ich weiß, dass viele von meinen Freunden auch sehr, sehr feinfühlig sind, sehr, sehr sensibel und durchaus die Energien oder auch Stimmungen von anderen wahrnehmen. Und ganz oft kommen ja Sachen auch von uns selber oder wir resonieren mit bestimmten Sachen und nehmen sie dann auf und dann ist es einfach wichtig, weil man sich wieder reinigen kann. Von ätherischen Ölen her mache ich natürlich auch sehr, sehr gerne was zur Reinigung. Was zum Beispiel eins meiner Lieblingsöle ist, ist Weihrauch. Weihrauch wird ja seit Jahrhunderten schon in Meditationsräumen verwendet, in Heilungsräumen, in
spirituellen Zentren, in der Kirche zum Beispiel, daher kennen das viele. Und Weihrauch, der Duft von Weihrauch, der reinigt auf der ätherischen Ebene so verschiedenste Energien. Energien, die einen so runterziehen oder die ablenkend einfach sind oder so ganz schwere Energien auch. Und deshalb wird Weihrauch ganz oft entweder geräuchert oder auch im Diffuser. Oder was du auch machen kannst, ist so ein Spray selber machen und dann sprühst du einfach so im Raum herum. Weihrauch trage ich mir am liebsten auf, also gerade wenn es um so Gedanken geht oder so, die man von außen aufnimmt, kannst du mal beobachten, wenn du mit bestimmten Menschen zusammen bist oder mit einem bestimmten Mensch und dann, wie fühlst du dich direkt danach, wie fühlst du dich natürlich währenddessen, aber auch, wie fühlst du dich 3 Stunden später. Manchmal fühlen wir uns irgendwie ein bisschen komisch oder dann völlig energielos und das ist dann 3 Stunden später, da bringen wir es nicht mehr in Zusammenhang, aber das ist oft der Zeitpunkt, wo dann so Energien nachwirken. Und wenn du zum Beispiel Massagen gibst oder wenn du viel mit Menschen zu tun hast, dann kannst du dir so einen Tropfen Weihrauch nehmen auf die Hand, so wie ich gerade, und das auf den Schläfen so drauf tun. Und ich mache das, weil es ja auch ein super Hautöl ist, mache ich das immer so. Und in der Meditation habe ich gelernt, dass gerade wenn es um so Gedanken geht, also wenn wir sehr empfänglich sind für Gedanken von außen, was da so rumschwirrt im Gedankenäther, dass wir uns dann so vorstellen können, dass wir wie so ein Rennfahrer so ein goldenes Visier haben um den Kopf und dass dieses goldene Visier, dass uns das schützt, dass wir in unserer eigenen Energie sind, dass wir gar nicht so sehr durch diese Ströme von außen beeinflusst werden oder teilweise sogar angegriffen werden. Und einfach so ein goldenes Visier vorstellen. Und ich verbinde das Ganze gern mit Weihrauch, denn die ätherischen Öle allgemein, die nehmen ja sehr, sehr gut Intentionen auf. Das heißt, wenn du sie mit Intention zum Beispiel im Gebet verwendest oder du hast eine bestimmte Absicht, sie zu verwenden, so wie in den antiken Salbungen, dann tragen die das ganz fein, diese Informationen mit in jede einzelne Zelle rein. Und Weihrauch ist nochmal ganz spezielles Öl auch, wenn du vor Entscheidungen stehst oder wenn du gerade nicht siehst, wie der Weg so richtig weitergeht, geht da lang, soll ich das machen, soll ich das machen, dann kannst du Weihrauch auftragen und du kannst dann eine Frage stellen. Im Prinzip stellst du diese Frage an dein Unterbewusstsein, denn das Unterbewusstsein ist ja automatisch so programmiert, dass es auf Fragen immer eine Antwort findet. Das können Fragen sein wie zum Beispiel, oh, wieso kriege ich heute wieder keinen Parkplatz oder wieso bin ich heute wieder mit dem falschen Fuß aufgestanden? Und du hast es bestimmt schon mal erlebt, dass dann die ganzen Antworten kommen und dann geht eins nach dem anderen schief. Aber du kannst dieses natürlich auch im Positiven nutzen, dass du zum Beispiel andere Fragen stellst. Was gibt es gerade aufzulösen? Oder ist das irgendwas von außen, warum ich mich so energielos fühle? Oder ist es irgendwas, was ich selber transformieren noch kann? Also da kannst du Fragen stellen und vor allen Dingen auch zur Lösung. Was würde mir am besten helfen? So ein Salzbad oder wenn du einen Fluss oder das Meer in der Nähe hast. Oder was auch toll ist, wenn du barfuß durch den Garten gehst, da erdest du dich so richtig, da bist du in Kontakt mit der Erde, da wird auch ganz viel gereinigt. Und du nimmst auch über deine Barfüße, deine Fußsohlen, nimmst du diese ganzen negativen Ionen auf von der Erde, die da natürlicherweise sind. Und das gleicht auch wunderbar aus. Das heißt, wenn du dir irgendwo was aufgepickt hast, quasi, dann machst du durch diese Erdung, kommst du wieder in deine eigene Kraft. Da wird das quasi auch abgeleitet. Oder du stellst dir mit Weihrauch dieses goldene Visier vor. Und das brauchst du gar nicht erst machen, wenn es irgendwie schon zu spät ist, wenn du merkst, oh, da kam aber gerade voll was rüber. Sondern das kannst du, wenn du Massagen gibst oder Coachings oder Vorträge, kannst du das schon vorher machen, dass du mit der Intention da reingehst, ich bin geschützt, ich habe dieses goldene Visier auf. Und es gibt sogar so eine tolle Übung, wie man, also da kann man sich so ein goldenes
Ei quasi um die Aura herum vorstellen, was dann auch sehr, sehr schützend ist. Super gute Schutzöle sind ansonsten auch Salbei. Deshalb räuchern viele Salbei. Ich verwende es zum Räuchern auch, aber auch als ätherisches Öl. Das ist nämlich gerade unterwegs manchmal praktischer, wenn ich gerade dann nicht räuchern kann. Dann nehme ich mir einfach Salbei mit und Salbei ist sowieso super gut zum Durchatmen. Und du siehst, ich habe es schon oft benutzt. Und dann trage ich Salbei auf dem Brustkorb auf oder manchmal merken wir ja, dass emotional was rüberkommt, manchmal merken wir gedanklich was und dann trage ich das einfach auf den jeweiligen Bereich auf. Zum Beispiel hier auch. Achtung, wenn du noch nicht so ätherische Öle kennst, dann probier das am besten hier an so einer kleinen Hautstelle auf. Nicht, dass du es großflächig im Gesicht verteilst und dann reinigt sich da ordentlich was und dann hast du da, ist da ganz schön was los. Wenn es mal brennt oder so, dann machst du einfach ein fettes Öl drauf, aber wenn du es schon hier ausprobiert hast, dann ist das natürlich noch viel, viel besser. Was ist noch gut zur energetischen Reinigung? Wacholder zum Beispiel. Wacholder hat sehr reinigende Eigenschaften. Kannst dir so einen Tropfen Wacholder nehmen und das in deiner ganzen Aura verteilen. Oder du versprühst das als Spray, das ist auch sehr, sehr angenehm. Und dann gibt es noch einige Mischungen, die speziell erdend sind oder speziell schützend. Wenn dich das Thema interessiert, kann ich dir da gerne mal so einen Überblick schicken. Das ist nämlich ganz spannend, was man da machen kann. Erstens mal, um sein Energiefeld zu schützen, um von vornherein in der eigenen Energie zu sein. Dann aber auch, um sich wieder zu reinigen. Denn wir wachsen ja immer an unseren Aufgaben. Das heißt, wir laden uns manchmal Sachen auf, die vielleicht ein bisschen größer sind und dann ist das eine Challenge, das wieder loszuwerden. Und da gibt es auch tolle Anwendungen, um das wieder zu lösen. Aber mit Weihrauch, mit diesem goldenen Visier, Salbei, Wacholder, da bist du schon sehr, sehr gut dran. Das sind tolle Öle zum energetischen Schutz, zur Reinigung und das kannst du einfach mal ausprobieren. Schreib mir gern auch deine Gedanken zu diesem Thema. Da gibt es ja viele verschiedene Ansichten oder auch wenn du dich da reinspürst, vielleicht kennst du das auch, dass du dich mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich fühlst, genauso an unterschiedlichen Orten unterschiedlich fühlst. Für mich ist heute so ein Tag, da war ich dann ganz schön, habe ich das ganz schön gemerkt, da ist irgendwas rübergekommen und jetzt aber habe mir dann ordentlich Zeit genommen zum Ausruhen. Das ist auch immer wichtig, dass man sich dann nicht da so presst durch die ganzen Sachen, sondern wirklich mal eine kleine Auszeit, also dass dein Wesen wieder von sich aus ins eigene Energiefeld kommt. Und dann natürlich das Baden im Fluss, super gut, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten die aromatischen Anwendungen. Ja, schreib mir super gern deine Gedanken hier in die Kommentare rein, das würde mich mal interessieren. Und auch deine Erfahrungen. Und wenn du die Öle nicht da hast, wie immer, schreib mir einfach direkt im Messenger oder über meine Seite lebeduften.de. Da findest du eh noch ganz viele inspirierende Videos und mein Buch auch. Und ja, sag einfach Bescheid, wenn du da mal reinschnuppern möchtest und dann schicke ich dir duftende Post. Das hält ja eine Weile auch auf der Karte. Das heißt, du spürst dann auch diesen Schutz, du spürst diese Reinigung. Höchstwahrscheinlich, je nachdem, wie sensibel du bist. Und das ist spannend, wie wir da auf der ätherischen Ebene arbeiten können. Ja, jetzt bin ich wieder ganz frisch, ganz lebendig. Jetzt gehen gleich die virtuellen Öleabende los. Die mache ich immer jeden Freitag um 19 Uhr den Englischen, um 20 Uhr den Deutschen. Und da bist du auch herzlich eingeladen. Also komm gerne in meine Gruppe, schütze deine Balance mit ätherischen Ölen. Da mache ich einmal die Woche immer einen Öleabend. Also virtuell, da kannst du zu verschiedenen Themen im wahrsten Sinne des Wortes mal reinschnuppern. Also, vielleicht sehen wir uns nachher. Ganz liebe Grüße und viel Spaß beim Ausprobieren.